Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es geht traurig los, aber hoffentlich wird die Folge glücklich enden. Wir wollen nämlich den Multikulturalismus beschließen, damit der Vatertränen endlich aufhört. Unsere Bemühungen, die cherokesische Bevölkerung aus den Ländern im Osten umzusiedeln, führte bei ihrem Marsch nach Westen zu vielen Toten. Masern, Cholera, Hunger. Diese Umsiedlung hat einen Pfad der Tränen und des Todes für unser Volk geschaffen. Wir taten, was wir konnten. -3 Lebensstandard ist nicht gut. Aber wir haben auch schon den Lebensstandard ein ganz Stück zugelegt. Ich hoffe, das passt. 10% Erfolgschance, das klingt doch nicht verkehrt. Oh, Gold erschöpft. Wir haben das erste Mal die Goldfelder erschöpft. Die reichen Mineralvorkommen in Colorado sind erschöpft. Minen werden geschlossen und die Goldsucher, die am Anfang des Funds herbeigeströmt waren, beginnen damit, auf der Suche nach dem großen Glück weiterzuziehen. In diesen Hügeln wartet kein Gold mehr. Was für ein Pech. Weniger Migrationsanziehung klingt nicht gut, aber hier werden Leute radikal. Das lass mal. Nehmen wir was für ein Pech. Bisonjagd. Die eisenkonföderierte Bevölkerung in eisenkonföderierte Alberta ist für viele Grundbedürfnisse auf Bisons angewiesen. Es würde den Siedlern in amerikanischer Alberta sehr dienlich sein, wenn wir diese Bisonpopulation dezimieren würden. Abertausende wurden jede Saison von weißen Jägern und Touristen, das glaube, das kennen wir schon. Bin mir nicht mehr sicher. Koloniezuwachstempo klingt gut. Und wenn die Spannungen da noch ein bisschen steigen, können wir sie vielleicht einfach direkt erobern. Die Revolution sinkt auch immer weiter. Wir haben es geschafft. Ich habe gedacht, am Ende der Folge oder dergleichen, aber wir hatten Glück. Es ist direkt durchgegangen. Oh, hier werden Leute radikalisiert. Das ist nicht gut. Da sind scheinbar die Kleinbürger irgendwann mal unzufriedener. Ne, warte mal, sind bei -5. Sind die jetzt dadurch bei -10? Und wir haben das Backpulver freigeschaltet. Schauen wir uns gleich erstmal das Backpulver an, bevor ich das wieder vergesse. Zuckerverbrauch wird ordentlich in die Höhe getrieben. Getreide auch, aber wir kriegen deutlich günstigere Lebensmittel. Ich glaube, das ist es wert. So, wir waren hier beim letzten Mal mit neuen tollen Verbesserungen. Wir könnten noch die Vakuumisierung holen. Würde nur noch 36 Monate dauern. Das klingt nicht verkehrt. Macht genau. Wir würden Ölverbrauch ankurbeln. Das klingt nicht verkehrt. Eisen, Fisch. Gummi haben wir noch gar nicht. Schichtarbeit weiß ich gar nicht, ob wir sowas überhaupt brauchen. Im Moment zumindest nicht. Stahlbeton. Wir könnten damit den Bausektordurchsatz erhöhen. Der Haken ist, wir machen im Moment schon Minus. Eigentlich wollte ich erstmal das Minus wegkriegen, um wieder ein Plus zu sein und potenziell mal irgendwann Alaska kaufen zu können. Hier wird Nitroglycerin erforscht. Wir können auch noch den verbesserten Dünger holen, das Siemens-Martin-Verfahren. Dergleichen. Also das ist schon nicht schlecht. Militärisch könnte man auch endlich mal ein bisschen mehr erforschen, aber ich glaube, ich möchte gar nicht unbedingt jetzt im Moment in den Krieg gehen oder dergleichen. Und selbst wenn, wären es vermutlich die Mexikaner. Und da fühle ich mich relativ sicher gegenüber denen. Gesellschaftstechnisch? Stahlskelettbau wäre natürlich interessant für mehr Infrastruktur. Hätten sonst noch die Psychiatrie? Bürokratie, mehr Einfluss. Klingt alles ganz gut eigentlich, aber ich glaube, wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Wirtschaft. Die steigt ordentlich an. Und ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen mehr schaffen, nutzt uns das auf lange Sicht mehr, weil wir dann die anderen einfach überrollen können irgendwann. Die Frage ist, was ist denn jetzt am besten? Wir hätten hier den Dünger halt, das Siemens-Martin-Verfahren für mehr Stahl. Vakuumisierung. Ich glaube, da haben wir eben erst mehr Lebensmittel rausgeholt. Wir können ja mal nachschauen, wie teuer das einzelne Kram ist. Wir hatten gesagt, Stahl könnte man mehr haben. Jetzt sind wir bei +-0. Das passt. Weil hier steht Minus davor. Dann vermute ich, das ist 0, irgendwas. Ja, -0,5. Wir hätten auch noch Getreide. 14%. Aber ganz ehrlich, Getreide können wir einfach so anbauen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt erforschen müssen. Lebensmittel sind schon super günstig. Dann würde ich glatt sagen, am ehesten vielleicht tatsächlich der verbesserte Dünger. Das war jetzt nicht mein ursprünglicher Plan, da bin ich ganz ehrlich, aber scheinbar funktioniert es so ganz gut.
Wir probieren das mal. Das wird uns auf lange Sicht sicherlich gut nutzen. Der Koloss wurde erfolgreich abgeschlossen. Indianerumsiedlung abgeschlossen. Offene Arme. Die Vereinigten Staaten von Amerika ist in der ganzen Welt als Ort bekannt geworden, in dem Einwanderer ohne Diskriminierung willkommen sind. Behaltet, uralte Lande, eure sagenumwogene Pracht, ruft sie mit stummer Lippen. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren, den elenden Unrat eurer getränkten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturm getriebenen, hochhalte ich mein Licht am goldenen Tore. 50% Migrationsanziehung dauerhaft. Oder Prestige. Ganz ehrlich, das Prestige ist mir gerade nur für 5 Jahre. Das muss, glaube ich, nicht sein. Das kriegen wir auch so hin. Wir holen uns die Migrationsanziehung. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute wir hier jetzt dann bekommen. Die Cherokee-Nation. Dank der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes, Multikulturalismus, ist das Indianer-Umsiedlungsgesetz außer Kraft und dem cherokesischen Landvolk steht es frei, auf dem Land seiner Vorfahren zu leben. Möge ein Bade die Stimme erheben, dich zu preisen, in rührenden Stücken der Welt zu berichten, wie Menschen dich erst verachteten und einen Narren heißen. Ehre wollen sie dir erweisen mitnichten, als du nach dem Spott, dem Sehen und der Not mit deinem Genie einen Traum als Wahrheit aus der Taufe hobst. Großes Leid abgewendet. Das Indianer-Territorium annektiert. Absorbiert, würde ich schon sagen, aber ich glaube, das würde auch passen. Was hätten wir denn als nächstes denn? Colorado zusammen haben. Du bist Idaho und hier haben wir irgendwo Colorado. Ja, da sind die Mexikaner leider mit drin. Das wird also erstmal nichts mit den Indianern kriegen. Da müssten wir Krieg mit Mexiko führen. Da hat man gesagt, wir wollten erstmal unsere Wirtschaft wieder vordermann bringen, den Realismus. Da arbeite ich langsam drauf hin. Urbanisieren habe ich noch nie geschafft. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Zentralarchive. Das kriegen wir doch mit Sicherheit irgendwann hin. Da brauche ich mir, glaube ich, gar keine Gedanken machen. Wobei, mehr als 75% der verfügbaren Gebäude. 90% Belegschaft. Standardisiertes Ablagesystem. Ach so. Apropos das standardisierte Ablagesystem, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht aktiviert. Das sollten wir aber irgendwann mal aktivieren. Wir haben jetzt hier ein ganzes Stück weniger Kosten für Papier. Vielleicht können wir dann tatsächlich mal hier eine Stufe raufgehen. Das kostet sehr, sehr viel. Wir kriegen super viel mehr Bürokratie raus. Aber ich glaube, das würde ich erst machen, wenn wir wieder im Plus sind. Ansonsten, wir können ja auch mal schauen, was wir denn jetzt noch an Gesetzen haben. Vormundschaft. Eigentumsrecht. Das finden die Südstaatenpflanzer nicht gut. Und damit sollten wir es auch nicht tun, glaube ich. Meinungsfreiheit ist oder so nicht möglich. Kein Gesundheitssystem. Die Industriellen würden das fast mitmachen. Und ganz ehrlich, selbst wenn die auf minus 1 gehen, damit könnte ich, glaube ich, leben. Und dann hätten wir mehr Investitionen der Institution Gesundheitssystem, weniger Sterblichkeit. Das heißt, die Leute sind flotter oder wir haben mehr Leute dann, weil weniger wegsterben. Politische Stärke von Evangelikalen möchte ich eigentlich begrenzen. Also das hier wäre eine Idee, die öffentliche Krankenversicherung. Öffentliche Schulen finde ich gut. Berufspolizei, das wird leider auch gegen die Südstaatenpflanzer gehen, das muss nicht sein. Die sind schon geschunden genug, auch wenn die Revolution zurückgeht. Hier gibt es nichts weiter Neues im Moment für uns. Garantierte Freiheitsrechte. Ah, das würde die Kleinbürger auch nicht erfreuen. Schade. Nationalmiliz müssen wir unbedingt loswerden. Und hier? Ach, die Gewerkschafter würden sich radikalisieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt einmal die Chance habe, die Berufsarmee direkt zu beschließen, das noch bevor wir Krieg führen, oh, das würde mich sehr reizen. Minus 10% Moralverlust, politische Stärke der Streitkräfte, Kasernenmaximalstufe, Einberufungszentrum, Einberufungsrate. Können wir nicht noch irgendwas mit den Gewerkschaftern machen? Ganz ehrlich, ich warte erstmal ab. Schau mal, dass ich die Gewerkschafter noch ein bisschen hochbekomme oder die Revolution hier komplett weggeht. Und dann probieren wir das. Das Duell. Daniel Webster und Thomas Jesup
zu einem Duell bis zum er hat Thomas Jesup zu einem Duell bis zum Tod herausgefordert. Die Aura zwischen den beiden Gestalten ist wie etwas aus einem Liebesroman. Thomas Jesup lächelt. Er hat für diesen Moment vor dem Einschlafen geübt. Daniel Webster, Sie besoffene Abschaum. Ihre Beleidigungen werden nicht unerwidert bleiben. Ich überlasse Ihnen die Wahl der Waffen. Wir sehen uns im Morgengrauen. Sollen Sie kämpfen? Irgendeiner wird sterben. Wer sind die denn? Ein Bürger, wenn da einer drauf geht, wäre das vermutlich nicht so schlecht, aber er ist auch gemäßigt. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Und er wäre ein General. Traditionalist. Völlige Trennung finden sie nicht gut. Frauenwahlrecht finden sie nicht gut. Also wenn er hier drauf gehen sollte, was soll's. Aber ganz ehrlich, wenn wir bei beiden vielleicht die Beliebtheit senken, ist gar nicht so schlecht. Wer wäre denn potenziell für meine Berufsarmee? Die Landbewohner mögen das nicht. Die Streitkräfte finden das toll. Das Duell ganz verbieten. Streitkräfte minus 2, Intellektuelle plus 2. Intellektuellen sind auch schon bei plus 20. Da muss ich nicht noch irgendwas boosten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich riskiere es. Thomas Jesup ist gestorben. Du warst einer der Streitkräfte. Leute, na gut. Wir haben übrigens hier die Kolonie abgeschlossen. Hier wird es gleich erfolgen. Diesen weißen kleinen Fleck in der Mitte kriegen wir auch noch weg. Und wenn wir hier noch ein bisschen was schaffen würden, das vielleicht sogar ein Stück schneller, wäre ich da sehr begeistert von, denn ich glaube, dann können wir vielleicht sogar die Formierung Kanadas verhindern. Bin mir nicht sicher, ich habe dann nur einen Tipp bekommen. Aber nichtsdestotrotz, das würde ich gerne schaffen, dass ich den Engländern nicht noch weiter in die Karten spiele und dann kommen wir jetzt die nächste Kolonie an. Die Anzahl an Verletzten in unserem Gebäude vom Typ Möbelfabrik in New York hat aufgrund zunehmender Mechanisierung und mangelnden Sicherheitsvorschriften in letzter Zeit zugenommen. Unfälle gab es schon immer, doch bisher hatte ich immer das Gefühl, noch reagieren zu können. Dieses Mal allerdings nicht. Ich griff nach seinem Arm, um ihn aus dem Weg zu ziehen, doch kaum hatte ich sein Handgelenk gepackt, war der Arm alles, was ich noch in den Händen hielt. Was ist das? Übel. Südstaatenpflanzer sind bei minus 9. Die können wir nicht runternehmen. Wir dürfen die Motoren des Fortschritts nicht ausbrennen. Oh nein, Sterblichkeit würde hochgehen. Das geht zwar wieder weg nach 5 Jahren, gefällt mir aber trotzdem nicht. Gewerkschafter, die wird mehr hochhalten. Die sind bei plus 10. Was habe ich denn da anders gemacht? Wir waren eben noch die ganze lange Zeit bei 0 oder so. Gut, auch wenn ich das mit der Sterblichkeit doof finde, wir nehmen das und schauen uns gleich mal noch ein Gesetz an. Wenn die Gewerkschaften jetzt wieder glücklich sind. Ah, sie würden von 10 auf minus 10 gehen. Ich verstehe, ja, ich erinnere mich. Und die Landbewohner sind da auch nicht begeistert von der Berufsarmee. Na gut, dann werden wir noch ein wenig die Wirtschaft aufbauen. Wir haben gerade den verbesserten Dünger abgeschlossen. Ich habe ihn auch schon eingestellt in die Felder. Müssen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Wir haben zwischendurch auch noch die Triage erforscht, aber für die erste Hilfe brauchen wir Opium und wir haben ja schon einen Plan dafür. Und wir haben auch noch die Psychiatrie bekommen. Aber irgendwie so wirklich viel Bürokratie, Kostenmultiplikator habe ich da noch nicht gemerkt. Na gut. Im Moment wird hier noch die Arbeiterbewegung und die Granatkanonen erforscht, genauso wie hier. Hier war es der Wasserrohrkessel. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter? Und ich würde glatt das Dynamit mitnehmen. Dann haben wir eine bessere Anwendungsmöglichkeit für unseren Sprengstoff. Können vielleicht aus den Minen noch mehr rausholen. Und kriegen noch ein paar andere nette Sachen mit. Obendrauf. Probieren wir es damit. Apropos, unsere Kolonisierungsbeschreibungen sind hier gut gelaufen. Hier kommen wir nicht ganz bis an die Seen ran. Aber na gut, da müssen wir wohl durch. Und dann wird das da auch schon werden. Und ich bin am Überlegen, gerade weil wir es hier nicht mehr bis an die Seen ran schaffen können. Andererseits, hier ist halt die Hudson Bay Company gestützt von den Briten. Ich glaube, es ist dringender, dass wir da irgendwie noch was schaffen, schnell schaffen. Von daher versuchen wir erstmal das durchzuziehen. Ansonsten, geldtechnisch, es läuft. Wir müssen noch ein bisschen was an Kredit abstottern. Aber dann denke ich, sollte das alles passen. Die nächste war es auch bald.
hoffe auf ein paar. Oh, ich sehe gerade, nur die Whig-Partei würde 60% Momentum bekommen. Ja, wenn wir da keine 100 Legitimationen rauskriegen, dann weiß ich auch nicht. Ja, die Landbewohner sind aus der Whig-Partei raus. Na, das ist doch nett. Ah, die Gewerkschafter sind nur noch bei plus 5. Eigentlich brauchten wir sie deutlich höher für die Berufsarmee. Und ganz ehrlich, ich bin im Überlegen, jetzt, bevor wir die Wahlen haben, noch die Berufsarmee einzustellen, weil ich nicht weiß, ob das danach noch geht. Probieren wir es. Da ist was Neues. Übereifrige Partisanen, Unterstützer einer Partei, demokratische Partei, haben ihre eigene Kampagne begonnen, nur leider belästigen sie gegnerische Partisanen? Greifen sie manchmal sogar an. Ich bin ein einfaches Parteimitglied, mehr nicht. Ich weiß, wen ich mag, ich weiß, wen ich nicht mag. Und ich weiß, dass ich meine Leute gewinnen und ihre Leute verlieren sehen will. Ah. Die demokratische Partei, Evangelikale und Kleinbürger, die dürfen gerne weg. Minus 10% Momentum. Intellektuelle erhalten, minus 1 Popularität, ich glaube, das ist eigentlich egal. Aber minus 10% Momentum ist gar nicht so schlecht, vermutlich. So. Was? Oh, warte. Bevor... Ich hab's fast vergessen. wir wollten die Berufsarmee noch probieren. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was passiert beim Beschließen. Ah, die Landbewohner werden sogar radikal. Genauso wie die Gewerkschafter. Das ist nicht gut. Dann hoffen wir auf die Wahl jetzt. Stimmenwahl der Whig-Partei. Regierungsumbildung. Ich kann mir sogar aussuchen, wen ich mit dazu nehmen mag. Und ich hätte immer noch 100 Legitimität. Das ist stark. Das ist sehr stark. Die Frage ist, welche Gesetze kriegen wir hin und welche wollen wir vor allen Dingen mit der ein oder anderen Partei noch mit in unserem Bündnis? Wir könnten Frauenrechte beschließen. Gegebenenfalls. Zum Beispiel erstmal das Eigentumsrecht. Da werden die Südstaatenpflanzer aber dagegen. Das muss nicht sein. Das gibt nur Ärger. Dann machen wir das irgendwann später. Kinderarbeit einschränken. Keine Arbeiterbewegung im Moment. Na gut. Arbeiterrechte, keine Leibeigenschaft. Aber wir haben auch noch keine Ordnungsausschüsse und nichts. Aber auch da sind die Südstaatenpflanzer dagegen. Und noch kein Gesundheitssystem. Das würden die Industriellen nicht billigen. Das vermutlich, wenn wir das mit in die Regierung reinnehmen, würden sie da nicht sehr erfreut drüber sein. Von daher würde ich die Industriellen vielleicht nicht mit reinnehmen. Berufspolizei würde auch gegen die Südstaatenpflanzer gehen. Muss, glaube ich, auch nicht unbedingt seinen Kopf steuern. Ich würde gerne zu Proportionalsteuern kommen. Und das mögen die Südstaatenpflanzer gar nicht. Die Gewerkschafter würde das allerdings freuen. Ich bin am Überlegen, die Gewerkschafter vielleicht mit reinzunehmen. Ansonsten, Nationalgarde habe ich jetzt nicht genutzt. Ich glaube auch nicht, dass das mit den Intellektuellen geht. Garantierte Freiheitsrechte. Vielleicht kriegen wir das dann noch potenziell. Also am ehesten würde ich wirklich die Gewerkschafter reinnehmen, in der Hoffnung, dass wir dann die Dings kriegen. Die Proportionalsteuern. Regierungsumbildung. Die Gewerkschafter hätte ich gerne. Gewerkschafter sind wütend, aber sie sind mit in der Regierung. Gesetze. Noch gar keins. Vielleicht muss ich noch einen Moment laufen lassen, ehe das wieder triggert. Achso, noch gar keins. Klar, wegen der Berufsarmee. Ich vergaß. Minenschacht in North Carolina ist eingestürzt, sodass die Bergleute in den dunklen Stollen unter der Erde gefangen sind. Das schiere Ausmaß des Unglücks sorgt dafür, dass man in North Carolina und der ganzen Nation davon gehört hat. Mich haben sie herausgegraben, doch mein Freund blieb zurück. Ich hoffe, es geht ihm besser, wo auch immer er jetzt ist. Das würde Leute radikal machen. Das muss eigentlich nicht sein. Auch Radikale. Das gefällt mir gar nicht. Die Gewerkschaft, da sind ja im Moment noch bei minus 17. Vielleicht können wir die noch ein bisschen aufmuntern.
Die sind bei minus 11, die sind nicht in der Regierung. Politische Stärke gibt es da auch noch, das möchte ich eigentlich vermeiden. Dann nehmen wir die Gewerkschafter. Oberschicht-Pops, davon sollte es ja auch nicht so viele geben. Unterschicht, Mittelschicht. Nehmen wir die Oberschicht-Pops. Wenn davon ein paar mehr Radikale sind, das sind halt nicht so viele in der Oberschicht. Vielleicht können wir da gut drumherum spielen. Wir haben es geschafft, die Berufsarmee. Das finde ich großartig, aber so wie es ausschaut, die Landbewohner sind definitiv nicht begeistert. Die Gewerkschafter haben wir jetzt gegen uns. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was packen. Aber erstmal, wir haben den Realismus abgeschlossen. Die Kunsthochschule von Florida sind sind zu einem der Hauptzentren der realistischen Schule geworden und bringen einige der besten Werke unserer Generation hervor. Der Realismus stellt die Welt dar, wie sie ist, und mit all ihren hässlichen Seiten anstelle einer Welt, wie wir sie gern hätten. Er versucht nicht nur dahingehend wahrhaftig zu sein, wie Objekte dem Auge erscheinen, sondern auch wahrhaftig gegenüber dem Erleben gewöhnlicher Menschen. Kunsthochschulen-Durchsatz, weiß nicht, ob man das unbedingt brauchen. Kamerafortschritt, das klingt gut, finde ich. Politische Stärke, Kapitalisten, nee, wir nehmen mal die Forschung. Und wir wollten nochmal schauen, ob wir nicht die Landbewohner vielleicht noch ein bisschen glücklicher machen können. Die Gewerkschafter wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Hier gibt es jetzt neue Gesetze. Wir könnten sogar das Eigentumsrecht beschließen. Ah ne, da hat man schon festgehalten, Südstaater. Wollen da nicht mitmachen. Die öffentliche Krankenversicherung, das würde gehen. Da sind wir nur noch bei minus 1 bei... den Industriellen, aber die Gewerkschafter würden auch wieder unter oder über die minus 10 kommen. Das klingt an sich nicht so verkehrt, finde ich. Hätte man noch irgendwas? Berufspolizei geht gegen Südstaater leider. Ich habe es tatsächlich geschafft. Das würde funktionieren. Die Gewerkschafter nur um plus 5. Die Südstaatenpflanzer werden komplett dagegen, aber ganz ehrlich, bevor wir die nächste Wahl haben, bringen wir hier noch die Proportionalsteuern durch. Ich finde die sehr gut. Ansonsten, garantierte Freiheitsrechte würde gehen. Auch die Intellektuellen dann auf plus 30, das ist übel. Kleinbürger würden das nicht gut finden, Streitkräfte finden das gut. Erstmal abwarten. Ich würde tatsächlich das Gesundheitssystem nehmen, nur um die Gewerkschafter hochzukriegen. Das wird ja vermutlich eh eine ganze Weile dauern, ehe wir das durchhaben. 7,3% Erfolg. Nationalmilizen wiederherstellen, das ist nicht gut, liebe Leute. Das wollt ihr eigentlich gar nicht. Wir haben unsere ersten Goldminen und eine Gesundheitssteuer steht an. Da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld für ein solches System kommen soll. Manche haben vorgeschlagen, dass wir es einfach aus dem Steuertopf nehmen, wohingegen andere darauf bestehen, dass die Regierung die Kosten irgendwie anders decken muss. Also nur damit ich das richtig verstehe. Wir sollen nicht nur für die eigene Gesundheitsversorgung bezahlen, sondern auch die von jemand anderem. Ich will doch nicht, dass meine bezahlten Steuern irgendeinem zufälligen Bauern zugutekommen, der nicht unter meiner Verantwortung fällt. Ich muss doch an meine eigene Gesundheit und Familie denken. Ich kann es mir wohl kaum leisten, für alle anderen in den Vereinigten Staaten von Amerika zu bezahlen. Aus dem Steueretat nehmen? Ist es dann dauerhaft minus 10k? Das wäre bitter. Da wären die Industriellen nicht für zu haben. Aber die Erfolgschance steigt um 20%. 20.000. Ah, das ist teuer. Oder Gesundheit besteuern. Weiß nicht, wie clever das ist, aber ganz ehrlich, wir haben da keine Nachteile. Es gibt einfach nur plus 10% Erfolgschance. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Wir haben den Wasserrohrkessel erforscht und es gibt zwielichtige Verbindungen. Verdrossen über einen langwierigen Gesetzgebungsvorgang, öffentliche Krankenversicherung, ist Robert Randhaul, das Oberhaupt einer Interessengruppe Gewerkschafter, diesen Moment bei minus 4, mit einem Vorschlag an uns herangetreten. Der Prozess ließe sich beschleunigen, wenn er seine persönlichen Verbindungen in den Staatsapparat nutzt. Ein paar Worte für die richtigen Ohren ist alles, was ich verlange. Es bleibt natürlich streng geheim im Rahmen des Gesetzes, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass unsere Widersacher in dieser Angelegenheit derlei Handeln mit viel Freude beobachten würden. Und dann würde passieren, die Industriellen finden das nicht so cool. Ich möchte es mir eigentlich nicht unbedingt allzu sehr mit dem verscherzen. Und ganz ehrlich, die 10% länger, da können wir ruhig einen Moment warten. Da
Pragmatischere Mitglieder einer Interessengruppe, die der Verabschiedung eines Gesetzes, öffentliche Krankenversicherung, derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofern man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letztere wäre allerdings einer anderen Interessengruppe Gewerkschafter nicht gerade beliebt. Ein Kompromiss ist ein guter Regenschirm, aber ein schlechtes Dach. Auf kurze Sicht ist es angebracht, um parteipolitisch oft sogar weise einen einzugehen. Bei der Staatsführung ist dies mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unklug. Erfolgschance, aber die Gewerkschafter gehen rund auf minus 3. Die sind beide im Minusbereich. Die Industriellen bei minus 3, die Gewerkschafter bei minus 4. Dann wären sie bei minus 7, die Gewerkschafter. Aber sie sind auch in der Regierung. Ich glaube nicht, dass sie viel machen können im Moment. Und ich würde einfach die öffentliche Krankenversicherung gerne durchbringen. Ich hoffe, dass die Gewerkschafter sich dann auch darüber freuen würden. Wir haben es geschafft. Die öffentliche Krankenversicherung. Dann können wir jetzt auch ein Gesundheitssystem gründen, wenn wir das wollen. Minus 5% Sterblichkeit klingt ganz gut. Die Gewerkschafter haben plus 10 bekommen und damit müssten... Ah, sie sind immer noch bei minus 7. Stimmt, das wird ja vorher schon beim Gesetzbeschlussverfahren aufgerechnet. Und die Industriellen radikalisieren... Ne, sind bei minus 3. Na gut. Wir schauen hier mal rein. Minus 10% Sterblichkeit. Steht aber auch nicht da, wie viel ich denn hier noch verbrauche. Bürokratiekosten pro Stufe 137, die hätten wir noch. Und wir haben auch immer noch die Möglichkeit, unsere Regierungsgebäude oder dergleichen effizienter zu gestalten. Einfach nur, indem wir den anderen Produktionsmodus einstellen. Von daher, ich probiere das mal. Dauert eh 50 Wochen, wenn das durch ist. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen langsam. Deswegen habe ich jetzt auch mal die Steuern wieder hochgestellt, um da ein bisschen schneller durchzukommen. Wir haben sogar schon wieder Goldreserven. Keine Dings mehr. Keine Schulden. Ansonsten, hier sind wir gleich durch. Dann würde ich mit... die Briten... Kann ich hier sehen, wo die Linien lang gehen? Von hier aus. Dass die Briten da jetzt sind, ist nicht gut. Ganz ehrlich, dann stellen wir direkt auch mal unsere Kolonie mit ein. Kann nicht kolonisiert werden, weil kein Interesse. Dann deklarieren wir Interesse an Japan und kolonisieren hier direkt mit. Kann ich... Achso, ich muss noch einen Moment warten, aber das stelle ich dann gleich ein. Ich werde es mir definitiv merken. Aber ich glaube auch, dass dieser wirtschaftliche Aufbau gar nicht so schlecht ist, den wir jetzt gerade betreiben. Von daher auch, wenn wir im Moment, wenn ich das Gefühl habe, wir sind ein bisschen langsamer, das passt schon. Vielleicht können wir uns aber auch gleich ein neues Gesetz auch noch mitholen. Wir haben auch den Arbeitsschutz noch erforscht, können jetzt noch ein paar mehr Gesetze erlassen. Fangen wir vielleicht hier drüben an. Kein Amt für Inneres bisher. Und hier würden die Kleinbürger nicht sehr begeistert sein. Aber mit den Gewerkschaftern macht es gar nichts. Kopfsteuern. Ich würde ja unbedingt gerne die Proportionalsteuern durchsetzen und die Südstaatenpflanzer würden nicht mehr radikal werden dadurch. Industriellen sind auch nicht begeistert, keine Frage, aber... Aber wisst ihr was? Obwohl, die Chancen sind super schlecht eigentlich. Vielleicht probieren wir erstmal noch was anderes. Wobei, ich weiß auch nicht, wann die Dings kommen. Die Wahlen. Ich würde die Proportionalsteuern davor gerne durchkriegen. Ich probiere es. Wird schon schief gehen. Die Chancen dafür standen super schlecht, aber aus irgendeinem Grund haben wir die Proportionalsteuern direkt durchbekommen. Freut mich. Wie schaut es jetzt aus mit den Industriellen? Minus 8. Minus 8 für Südstaatenpflanzer. Wird schon passen. Schauen wir uns gleich mal das nächste Gesetz an, was wir uns vielleicht vornehmen könnten. Wir haben immer noch keine innere Sicherheit. Kleinbürger werden dafür natürlich nicht begeistert. Wäre eine Idee. Wir könnten... Ah, die Polizei. Aber auch da... Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mich lieber für die Proportionalsteuern entschieden. Wir könnten... Ich glaube, das war auch gegen die Südstaatenpflanzer. Ja, die mögen aus irgendeinem Grund keine Frauenrechte. Eingeschränkte Kinderarbeit. Das ist für die Industriellen nicht gut. Das lassen wir, glaube ich. Arbeiterrechte, Ordnungsausschüsse. Das wäre für die Industriellen auch nicht sehr vorteilhaft. Aber ich glaube, dann lassen wir es. Dann lassen wir es einfach so eine Weile laufen. Schauen, dass wir vielleicht die Leute wieder ein bisschen
für uns begeistern können. Wir haben das Dynamit. Damit kriegen wir auch mehr Sprengstoffe raus. Wir können die Munitionsfabriken etwas verbessern. Und wir haben Dynamit. Schauen wir doch gleich mal, ob man davon was anwenden kann. Ich denke, auf alle Fälle würde ich einstellen, dass wir hier mehr Sprengstoff rauskriegen. Das ist im Moment noch ein Minus. Das wird sich ganz schnell ändern, glaube ich. Ansonsten, wir hatten noch die Munitionsfabriken. Ah, du bist eine Waffenfabrik. Sprenggranaten. Ach, wird schon werden. Und dann schauen wir doch mal von den Minentypen, was da noch geht. Kohle haben wir im Moment genug, Eisen auch. Schwefel und Blei. Aber wir haben von allem genug. Ups. Aber das kommt noch von alleine, da bin ich mir sicher. Gut, nachdem wir das Dynamit haben, wie gehen wir weiter? Vakuumisierung, da würden wir mehr Lebensmittel rausbekommen. Die Frage ist, brauchen wir mehr Lebensmittel im Moment nicht? Schichtarbeiter, Gebäudestufendeckelung nochmal erhöhen. Stahlbeton. Wir haben zwar im Moment relativ viel Geld, aber ich denke, wenn ich den Etat runterziehe, minus 50.000, wir machen im Moment plus 20.000. Ich würde es gerne noch ein Stück höher schrauben, dann bin ich ganz ehrlich. Hier war ich. Von daher, das mit dem Stahlbeton lasse ich erstmal. Wir könnten mehr Stahl erzeugen, aber Stahl ist im Moment, glaube ich, in Ordnung. Plus 11,8%. Also es würde gehen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht. Militär läuft, denke ich, erstmal im Moment von allein. Da kommt der organisierte Sport gerade. Interessant. Wir könnten uns die Investitionsfonds holen. Wir haben hier zwar schon welche. Aber ich denke mal, damit würde es noch ein bisschen besser funktionieren. Da können wir nämlich auch börsennotiert einstellen. Ich hoffe, damit wird es ein bisschen besser. Wir kriegen damit auch Gelddruck, weniger Anleihezins und so weiter. Alternative wäre vielleicht die Zivilisierungsmission, dass wir vielleicht das Kolonialamt noch etwas höher stellen und mehr Kolonien durchdrücken. Ich glaube, ich habe mittlerweile jetzt auch mehr gelernt, wie die Kolonien funktionieren. Ich glaube, wir können 5 auf einmal durchdrücken. Ich habe das nur nicht richtig gerafft. Das bin ich gerade noch am Ausprobieren. Dann hätte ich im Prinzip den Briten auch zuvorkommen können. Dann ist das mein Fehler. Doof gelaufen, nehme ich an. Und wir kriegen noch kein Opium von den Chinesen. Das habe ich schon nachgeschaut. Das ist ein bisschen schade, aber kannst du nichts machen. Ansonsten hier drüben brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt was. Vielleicht ein bisschen weniger Bürokratiekosten wäre cool, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Am ehesten wirklich vielleicht die Zivilisierungsmission oder Investitionsfonds. Ich nehme erstmal den Investitionsfonds und probiere noch ein bisschen rum, wie gut das läuft. Apropos, du brauchst 31 Monate. Ich glaube, die haben wir. Auf geht's. Oh, was ist denn hier aufgetaucht? Erstmal die Aktenschränke. Ich habe gerade eben die Regierungsgebäude umgestellt. Auf die Aktenschränke halt. Der Einsatz von Aktenschränken in Regierungsverwaltungen hat die Effektivität der Staatsbürokratie verbessert. Die Zukunft liegt nicht darin, wie ein Vogel zu fliegen oder ein Brüllen mit den Zügen. Nein, die Zukunft liegt in der Ablage. Plus 5% Bürokratie für 5 Jahre. Ganz ehrlich, ich würde das gerne machen, aber nach 5 Jahren stelle ich dann fest, oh, warum ist denn auf einmal die Bürokratie gesunken? Das muss vielleicht nicht sein. Ich würde lieber die Forschung für die Ausweisdokumente mitnehmen. Und was wollt ihr? Wem führt ihr den Krieg? Brasilien gegen Neugranada. Wie kommt das denn zustande? Wer würde da mitmachen? Die Franzosen wären vielleicht auf der Seite Brasiliens und Dänemark ist schon auf der Seite Neugranadas und es geht um was? Kann ich sehen, wenn ich ein bisschen näher ranzoome? Ah, das ist das obere Gebiet. Die Hauptstadt. Und das Gebiet an der Küste. Dann wären nur noch mit diesen beiden Provinzen hier und Panama zugegen. Ganz ehrlich, das klingt nicht so verkehrt. Vielleicht ist das auch der Moment, wo wir Neugranada angehen. Wir schauen da mal rein. Und holen uns einfach Panama. So meine Idee. Verteidigungspakte mit Dänemark. Müssen wir mal nachschauen, wie stark Dänemark ist. 10 und 5. Ganz ehrlich. Wir sind nicht viel stärker, glaube ich, im Moment. 12 und 55. Da sollte ich auch mal definitiv rein investieren. Aber
Wobei, wie stark ist denn nur Granada? 15 und 5. Ich glaube, wenn wir ordentlich rekrutieren, dann würde das schon gehen. Dann könnten wir uns vielleicht direkt Panama holen. Das wäre, glaube ich, sogar ziemlich hilfreich. Das ist verlockend. Wir schauen erstmal, wie sich das ausspielt. Wir lassen auch die Kriegsmüdigkeit ein wenig höher gehen. Wir machen da sicherlich nicht mit, sondern greifen dann separat neue Granada an. So meine Idee. Was gibt's hier noch? Boomende Industrie. Probiere ich. Hier ist gerade was passiert. Oh, Brasilien lenkt ein. Gut. Ich wollte gerade sagen, Großbritannien hat sich auf die Seite Neugranadas gestellt. Das kann uns natürlich auch passieren. Von daher, wir sind definitiv noch nicht stark genug, damit Großbritannien hier nicht uns vielleicht ein wenig nerven würde. Das macht es natürlich schwieriger. Das heißt, wir sollten vermutlich erst einmal eine Armee aufbauen. Wäre dann wohl hinter doof gelaufen. Eine andere Sache, wir könnten jetzt vielleicht Opium importieren. Von den Briten. Yay. Also mit den Briten sollten wir uns auf gar keinen Fall anlegen. Uns kracht uns auch die erste Hilfe zusammen und allen drum und dran. Was sagt der Industrieboom? Wegen der jüngsten Erweiterungen in Sachen Produktion und Verbrauch von Sprengstoff in unserem Land gibt es viele Debatten darüber, ob das Militär oder die Industrie den Vorrang haben sollte. Warum sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie viel Erde wir bewegen können, wenn wir auch darüber nachdenken können, wie wir unser Land verteidigen? Wir sollten uns weniger darum sorgen, wie wir den nächsten Krieg anfangen, als darum, wie wir das für unsere Arbeiter nutzen können. Sie sind wichtiger, meinen die. Minenfabrikendurchsatz? Durchsatz der Minen? Oder Durchsatz der Munitionsfabriken? Ich glaube, ich nehme mal die Chemiefabriken. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Gut. Ich glaube, ich habe dann einen Schlussakt für heute. Wir haben die Vereinigten Staaten jetzt endlich unter unserer Kontrolle. Noch nicht ganz, da fehlt noch ein Stück von Mexiko. Das kriegen wir noch hin. Ich hätte gedacht, wir kriegen die Sklaverei-Debatte heute durch. Aber ich glaube, das wird erst beim nächsten Mal was. Ansonsten, wirtschaftlich, es läuft. Es hat zwischendurch ein Stück stagniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso. Aber wir kommen, glaube ich, schon klar. Leute werden immer mehr. Die Radikalen nehmen wieder ab, die Loyalisten zu. Wir haben ganz viele tolle Sachen geschafft bisher. Unsere Bergbauindustrie, die Eisenminen in Virginia, habe ich doch schon mal gemacht. Ja, okay, da arbeitet fast keiner drin aus irgendeinem Grund, weil keine Arbeiter da sind. Okay, das sollte ich mir dann definitiv auch nochmal anschauen bei Gelegenheit. Die Beschäftigung, Kurzbelegung, ja, okay. Ich verstehe. Ansonsten, wir haben hier Hokkaido, heißt glaube ich die Insel. Ja. Schon angefangen zu kolonisieren. Wir haben hier auch die Sachalin-Inseln versucht zu kolonisieren, aber ich glaube, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es vielleicht ein bisschen zu instabil wird. Wenn Großbritannien noch ein bisschen mehr bekommt, dann ist das halt so. Ich möchte hier keinen Aufstand regieren. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie mir Ärger einhandeln möchte in der Region. Das war nur dazu gedacht, um selber handeln zu können. Ich denke also, das wird schon werden. Und daher würde ich hier, glaube ich, an dieser Stelle das Ganze einmal pausieren. Und ich habe auch schon Interesse bekundet am Kongo. Apropos, Chile kolonisiert hier. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Argentinien hat nicht nur hier kolonisiert, sondern auch hier und ist hier auch noch fleißig am Kolonisieren. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben hier auch schon unsere kleinen Außenposten. Schauen wir mal, wie gut wir damit klarkommen. Ich bin scheinbar wirklich zu langsam dieses Mal, macht aber nichts. Schauen wir mal, dass wir hier noch zwei Kolonien hinbekommen. Dass wir einmal die Duala ein wenig ärgern. Und dann hier vielleicht Luango oder vielleicht auch gleich noch ein Kongo mit, wenn wir die... Wobei, hier geht's auch mit auf die Fang. Sonst hätte ich gesagt, wenn wir es schaffen würden, hier den Küstenabschnitt für uns einzunehmen, kann hier niemand mehr anderes mit ran. Vielleicht ist es aber clever, dann sich hier bei den Luango einzunisten mit, dann über Tekka zu gehen und Bobangi...
um hier im Prinzip zuzumachen. Selbst wenn die hier noch eine Kolonie kriegen, ist das halt so, dann holen wir uns die vielleicht später. Ansonsten, hier ist noch sehr viel leer. Oh, die Großbritannien war auch hier, aber hier wären potenziell sogar noch Kolonien übrig, wo man es auch mit hinsetzen kann. Ich fand den Kongo aber nicht schlecht. Wir haben da auch für auch einen Journaleintrag. Schauen wir mal, wie wir das schaffen, und wir setzen hier noch die Kolonie hin. Und aus irgendeinem Grund dauert das 3 Millionen Jahre. Vermutlich schwere Malaria. Yep. Die schwere Malaria können wir bekämpfen durch... Nicht durch die Investitionsfonds. Malaria-Vorsorge wäre es. Dann wissen wir doch schon, wohin wir als nächstes forschen, wobei hier noch 10 Jahre dran stehen. Ganz ehrlich, das dauert zu lang. Nun gut. Apropos, ich kolonisiere ja jetzt mehr. Generiert das Koloniewachstum 1,74 und dementsprechend sind es hier jetzt auch 58 Tage, nicht mehr 50. Also ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert. Hätte ich ein bisschen besser machen können, aber na gut. Wir müssen ja an sich nur 100 Staaten zusammenbekommen. Wir wissen, Amerika hat 51 Staaten mit DC. Aber wir werden vermutlich, wir könnten natürlich Hawaii irgendwann mal erobern. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Potenziell wäre es aber möglich. Das muss man von daher erstmal abziehen. Wir haben Alaska noch nicht. Da schauen wir uns gleich mal im Journal an. Dann wären es noch 49 Staaten. Wir haben hier aber auch noch 2. Wobei ich nicht weiß, ob die als vollwertige Staaten zählen. Und dann wären wir wieder bei 51. Hier unten noch 2 Kolonien. Hier noch 2 Kolonien. 55. Also wir sind schon auf einem guten Weg. Und wenn wir hier vielleicht auch noch ein bisschen in Mittelamerika für Ärger sorgen, das wird alles schon werden, denke ich. Schauen wir uns noch das Journal an. Da müsste es ja auch noch was geben. Russland hat immer noch keine Anleihen. Das ist schade. Kann ich die irgendwie dazu zwingen, Schulden zu machen? Ich fürchte nicht. Panama-Landenge vermessen. Ich würde lieber Panama erobern. Weiß nicht, ob ich dann immer noch Panama-Landenge vermessen muss. Werden wir dann sehen. Nie erkunden wir eine Idee. Kongo-Expedition würde mich interessieren. Geht im Moment noch nicht, weil wir nicht genügend Generäle und sowas haben. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal. Das müssen wir uns merken. Ich muss es mir vor allen Dingen merken. Wir könnten dann auch nochmal den wilden Westen Amerikas kartieren. Warum auch immer. Die Niger-Expedition. Alles solche Dinge, die man ruhig nochmal machen könnte, finde ich. Vielleicht finden wir ja hier wirklich noch ein paar interessante Flecken. Schauen wir dann mal. Auf alle Fälle Afrika wäre, glaube ich, noch mein Ziel. Hier im Prinzip den Stützpunkt. Opium, Seide, Färbemittel. Hier unten ein Stützpunkt, um eventuell auch in Südamerika für Ärger zu sorgen. Und Afrika einfach nur, weil es da sehr viele Ressourcen gibt. Und schauen wir mal, wie gut das Ganze läuft. Dann würde ich aber sagen für heute, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die Sklavereidebatte endlich vorbei ist, hoffentlich. Und dann würde ich, da wir jetzt auch angefangen haben mit Kolonien und allem drum und dran, wir haben jetzt mittlerweile auch wieder 40.000. Ich würde jetzt dann auch so langsam in Kasernen investieren. Vielleicht noch die eine oder andere Marinebasis. Wie stark ist Mexiko im Moment? Zollunion mit Costa Rica. Da können wir definitiv mit leben. Honduras versuchen sie sich einzuschleimen oder umgekehrt. Keine Ahnung, aber ich glaube, sofern da nicht irgendeine Großmacht mitmacht, kommen wir schon klar. Und ich sehe gerade, apropos Großmacht, wir sind auf Platz 6 abgerutscht. Was hat das denn mit dem Prestige auf sich? Oh, scheinbar sind die anderen einfach besser als wir unterwegs. Wirtschaftlich finde ich es immer gar nicht so schlecht unterwegs. Wie schaut es denn da zum Beispiel aus bei Großbritannien? Wobei, die sind auch nicht schlecht unterwegs. Auf alle Fälle, mein Ziel sind im Moment 90 Millionen. Das kriegen wir schon vermutlich irgendwie hin. Und dann gibt es beim nächsten Mal vielleicht sogar schon einen Krieg gegen die Mexikaner. Darauf würde ich eigentlich hinaus. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was die Finanzen angeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.